Hey Leute, herzlich willkommen bei Buff Strong Barefoot. Ich bin Johannes Queller. Heute geht es um die Haltung und wie wir schon im Schlaf an der Haltung arbeiten können. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich aufgehört habe, Kissen zum Schlafen zu verwenden, aber es bekommt meine Haltung definitiv sehr gut. Und wenn man sich anschaut, wie die meisten Menschen heute leben, ja, sie leben am Rechner arbeitend, sie leben am Handy gefesselt und sie schlafen in der gleichen Position, wenn sie auf dem Rücken schlafen. Nämlich so. Ich bin immer in dieser vorgelehnten Position. Immer. Die ganze Zeit. Im Schlaf. Manche Idioten schlafen ja sogar noch mit 1000 Kissen. So, das heißt, dieser Blödsinn von wegen, man stützt damit den Kopf, ist absoluter Käse. Weil ich, klar, stütze ich meinen Kopf und klar, so wie bequem oder gemütlich, wenn ich mal irgendwie so liege und hier im Rasen einfach nur so mir das Bäumchen angucke, die Vögel, die Gezwitscher mir reinziehe, die Sonne und die Sonnenstrahlen und hier einfach so ein bisschen, das ist ja okay, ja, wenn man das mal vielleicht so einfach macht. Aber tatsächlich ist, wenn wir das Kissen wegnehmen und ich mich komplett aufrichte, jetzt liegt ja mein Kopf komplett hinten und das heißt, jetzt bin ich komplett in einer geraden Position. Ja, und diese gerade Position, die möchte ich ja eigentlich haben. Weil wenn ich jetzt aufrecht stehe, dann stehe ich ja auch nicht so da, ja, sondern ich stehe gerade da. Das heißt, mein Kopf ist in einer Linie mit meinem Rücken. Und wer das nicht hinbekommt oder dabei schon Schmerzen hat, da liegt dann eher ein Problem vor. Ja. Aber in der Regel für die Leute, die sozusagen einfach nur die ganze Zeit so einen Hunchback-Lifestyle leben, die sollten einfach darauf gucken, dass sie, sofern sie Rückenschläfer sind, aufs Kissen komplett gänzlich verzichten. Ja, das tut euch einfach nicht gut, weil ihr euch wiederum ein paar Stunden mehr in dieser Position gebt. Ja, dann ist es doch viel besser, wenn ihr beim Schlafen das Kissen wegnehmt und einfach gerade schlaft. Ja. Anders ist es natürlich beim Seitenschläfer. Ja. Wer jetzt auf der Seite schläft, der sollte natürlich gucken, dass er schon ein Kissen hat, denn mit diesem Kissen, wenn ich jetzt kein Kissen hätte, dann würde ich jetzt hier irgendwie schlafen und mein Kopf würde die ganze Zeit in dieser Position sein. Ja, oder ich nehme dann meinen Arm hier hoch und dann stütze ich meinen Kopf. Und das ist dann schon wieder okay. Ja, wenn ich jetzt hier sozusagen meinen Kopf so ein bisschen stütze, ist das eine Sache. Oder aber wir haben jetzt zum Beispiel das Kissen, dann kann ich auf der Seite schlafen und bin hier in einer guten Position. Dann habe ich nicht diese ganze Zeit diesen extrem abgefallenen Kopf. Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema. Harte Matratze. Ich weiß nicht, wann oder wo ich das mal irgendwie aufgeschnappt habe, aber dieses Beispiel ist einfach genial. Ja. Schaut euch mal einen Hund an, wenn der irgendwo im Wohnzimmer schläft oder so. Ja, der schläft, steht auf, läuft durchs Zimmer, dreht sich fünfmal im Kreis, pflanzt sich wieder hin, schläft eine halbe Stunde, steht auf, läuft durchs Zimmer, dreht sich fünfmal im Kreis, pflanzt sich wieder hin. Warum? Weil er sich bewegt. Ja, der Boden ist hart und er hat dann das Bedürfnis, sich zu bewegen, weil es halt irgendwie langsam unangenehm wird. Und genau das ist erholsam und gut für den Schlaf, wenn wir uns regelmäßig bewegen. Und wenn wir so eine weiche Prinzessinnenmatratze haben und komplett einsinken und uns dann nicht mehr bewegen, guess what? Wenn ihr mal 8 Stunden am Rechner gesessen habt und dann aufsteht, oder, nein, viel besseres Beispiel, ihr fahrt 8 Stunden im Auto, wie steigt ihr aus dem Auto aus? So? Oder steigt ihr so aus dem Auto? Also ich könnte glatt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das eher die zweite Variante ist. Außer ihr macht stündliche Pausen, um so ein bisschen Mobility Flow reinzubringen, was extrem gut wäre. Das heißt, wenn ihr genauso beim Schlafen, wenn ihr einfach nur 8 Stunden oder 7 oder 6 Stunden in der Position einschlaft und wieder aufwacht, dann fühlt ihr euch wie gerädert, weil der Körper sich nicht bewegt hat, den ganzen passiven Bewegungsstrukturen, Bandscheiben, Knorpelgewebe, Sehnen, wurden alle gar nicht bewegt und werden entsprechend auch nicht durchblutet. Und wenn dann halt keine Durchblutung stattfindet,
findet auch keine Ernährung mit Nährstoffen statt. Und deswegen sollte man sich während des Schlafes so viel wie möglich bewegen, was man ganz gut mit einer harten Matratze hinbekommt. Wenn man dann halt viel sich bewegen muss, weil es irgendwann unangenehm ist auf der Seite, unangenehm, Rücken anfangs okay, dann irgendwann auch unangenehm, dann auf die andere Seite, dann hier, dann da. Man bewegt sich viel mehr, was einen erholsameren Schlaf bedeutet. Das heißt, ditch the kissen, wenn ihr auf dem Rücken schlaft und selbst wenn ihr ein Seitenschläfer seid, den Arm hoch und dann den Kopf da drauf stützen und regelmäßig bewegen, also nicht so einschlafen und dann irgendwie 8 Stunden später so wieder aufwachen, ist auch scheiße. Ja. Ansonsten sind so Seitenschläferrollen ganz geil zum Schlafen, ja, wenn man auf der Seite schläft, aber wenn man eben ein Rückenschläfer ist, dann sollte man definitiv aufpassen und das Kissen wegnehmen, weil wir eben noch mal ein paar Stunden in dieser Position gar nicht gebrauchen können. Niemand kann das gebrauchen. So, ich hoffe, dieses Video war sehr hilfreich für euch. Checkt es aus, probiert es aus, tut eurer Haltung einen Gefallen und definitiv probiert es aus. Schreibt mir ein Feedback, wie ihr euch damit fühlt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, checkt die anderen Videos. Bis bald, haut rein. Tschüss.